Hallo und herzlich willkommen am Tag 3 der MAM-CD zu tiefnächtlicher oder frühmorgendlicher Stunde, je nachdem, welcher Zeitzone ihr euch angehörig fühlt. Es ist so schön, so viele von euch hier zu sehen und das Ganze bei einem Hardcore-Verschwörungsthema, nämlich der Quantenkryptographie. Auch so ein Thema. Gibt es das überhaupt? Ist das überhaupt ein Ding? Anscheinend ist es ein Ding. Ist es ein Ding, weil ich habe hier drei wunderbare Menschen, die mit euch über das Rosenpass-Update sprechen wollen, also die Post-Quantum-Kryptographie in praktischer Anwendung. Bitte begrüßt mit einem ganz, ganz großen Applaus, damit sie auch wirklich munter werden, Ayuwo, Emil und Dakora. Vielen Dank. Für die Ehre, hier sprechen zu dürfen. Wir geben ein Update zum Easter Hack. Gab es den Rosenpass Release Vortrag. Das ist jetzt ein halbes Jahr her und es ist ein bisschen was geschehen. Selbst der Ayuwo, Caro, Lead Dev von Rosenpass, Emil, unser nicht mehr Schülerpraktikant, sondern seit heute Student. genau. Sehr, sehr gut. Alle anderen bisher Mitbeteiligten an dem ganzen Projekt sieht man da auch noch im Kleingedruckten und ebenfalls den Dank an unsere bisherigen Sponsoren. Was wird hier passieren? Wir werden kurz noch mal erzählen, was bisher geschah. Wir verweisen jetzt schon mal auf unsere URL rosenpass.eu, unser schönes Whitepaper, unsere schönen Illustrationen. Und nachdem wir erzählt haben, was auf dem Easter Hack passiert ist und seitdem, dann erzählen wir, was wir jetzt vorhaben und welche Relevanz das hat. Es gibt seit neuestem eine Golang-Implementation von Rosenpass. Wir haben einen Kooperationspartner, der VPNs anbietet, namens NetBird, netbird.io. Da wird es demnächst dann VPN mit Rosenpass einfach zum Klicken geben. Wir hoffen, dass wir dann auch mal ein paar mehr Tests und Use Case kriegen. Und schließlich sind wir dabei, eine Broker-Architektur zu bauen und dafür zu sorgen, dass man einen Rosenpass mit möglichst geringen Privilegien ausführen kann. Und davon wollen wir nochmal was erzählen. Genau, wir werden ein bisschen überziehen. Eigentlich war der Vortrag ja für 30 Minuten geplant, aber wir machen jetzt 25, 30 Minuten und dann kommt die Q&A. Wir haben das abgesprochen. Und wenn euch genau der Unterschied zwischen Quanten- und Postquantenkryptographie interessiert, dann könnt ihr das ja während der Q&A einmal fragen. Ja, genau. Wie auch sonst alle Fragen, Verschwörungs- und andere Theorien. Es hieß eben so schön, sichere Kryptographie trotz Quantencomputern. Man könnte auch argumentieren, wegen der möglicherweise sich anbahnenden Quantencomputer gibt es dann doch mal sichere Kryptographie. Diejenigen von euch, die schon länger dabei sind, wissen ja, dass mit der praktischen Implementation kryptografischer Verfahren ist so eine Sache. Und wir haben jetzt nochmal eine Chance, das vielleicht mal wirklich endgültig dicht zu ziehen. Und wie wir das machen und warum wir das Open Source machen, das wollen wir hier mal besser erklären. Eine Sache zur Vorschau. Bei der modernen Kryptographie geht es gar nicht ganz so viel darum, überhaupt die Kryptographie und die Mathematik zu definieren, sondern es geht auch ganz, ganz viel um User Experience und die Benutzbarkeit der kryptografischen Anwendungen und die Benutzbarkeit der mathematischen Tools, die wir benutzen. Das heißt, das ist gerade eine ganz große Strömung und das ist eben auch die Chance, wie Ayuwo gerade gesagt hat, dass wir diese Themen in den nächsten Jahren mal gerade ziehen könnten, anstatt nochmal das nächste OpenSSL mit schwer zu benutzenden Primitiven zu haben, das zwar toll ist, aber das jetzt eben auch schon 20 Jahre alt ist. Genau. Rosenpass ist also nicht bloß ein Open-Source-Software-Projekt. Rosenpass ist auch ein Forschungsprojekt und auch ein Entwicklungsprojekt für Organisationen und für die Implementation von Kryptographie. So, was ist bisher geschehen? Caro hat seit mindestens 2020 hart an dieser Geschichte gearbeitet. Im Februar diesen Jahres gab es dann ein Software-Release und unser Whitepaper zu besichtigen auf rosenpass.eu. Unsere Freunde von der Stichting NLNet aus den Niederlanden haben uns Geld gegeben, damit wir auch einen Sicherheitsbeweis für unsere Software vorlegen. Das machen wir mit CryptoVerif, CryptoVerif.fr, so ein französisches Ding, formale Beweise für Kryptographie. Ganz coole Sache. Und Caro ist dann im März nach Tokio geflogen und hat auf der Real World Post Quantum Crypto unser Projekt erstmalig, sagen wir mal, der Fachöffentlichkeit vorgestellt. Der Release-Vortrag war dann auf dem Easter Hack und wir freuen uns, dass das Chaos uns die Ehre gibt, unsere Dinge hier zu präsentieren und zu verbreiten. Wir glauben, hier sind wir als Open-Source-Projekt auch richtig. Ja, im August gab es dann unseren Release-Candidate 0.2 mit FreeBSD-Unterstützung. Wir sind dabei zu paketieren
Und gerade vor ein paar Tagen war der Kickoff zur Runde 14 des Prototype Funds. Die haben uns freundlicherweise in die nächste Förderrunde für ein halbes Jahr aufgenommen und fördern den Entwicklungsschritt, dass wir Rosenpass mit minimalen Privilegien ausführbar machen. Und das tun sie bis Februar. So, das ist das, was schnell passiert ist. Zunächst mal, warum sind Quantencomputer eine Bedrohung? So ganz kurze Einführung auch für die Leute an den neuartigen Empfangsgeräten. Emil, erzähl mal ganz kurz, warum brauchen wir das und wie sieht das kryptografisch aus? Genau, Quantencomputer sind ein bisher noch theoretisches Konzept, das schon seit Ewigkeiten existiert. Genauere Aufmerksamkeit haben sie allerdings erlangt, als in den 90ern zwei Algorithmen entwickelt wurden. Einmal der sogenannte Grover-Algorithmus und einmal der sogenannte Shor-Algorithmus. Der Grover-Algorithmus ist dahingehend von Bedeutung, da er in der Lage ist, symmetrische Kryptographie, also zum Beispiel AES oder CHA-CHA20, zu schwächen. Er bricht sie nicht komplett, aber er schwächt sie, sodass eine praktische Abhilfe demgegenüber einfach die Verdoppelung oder die Vergrößerung der Schlüssellänge wäre. Aber trotzdem ist das eine relativ bemerkenswerte und wichtige Entdeckung, die aber trotzdem von Relevanz ist. Demgegenüber steht allerdings der Shor-Algorithmus, welcher ziemlich schockierende Auswirkungen hat, da er in der Lage ist, bestimmte asymmetrische Kryptosysteme brechen zu können. Also wirklich komplett sie unbrauchbar zu machen. Dazu zählen unter anderem RSA und Elliptic Curve Kryptographie, welche derzeit die am weitesten verbreiteten kryptografischen Algorithmen sind für asymmetrische Kryptographie. Und die darauf aufbauenden Schlüsselaustauschverfahren wie Diffie-Hellman oder Elliptic Curve Diffie-Hellman. Bisher ist allerdings so, dass diese Algorithmen noch nicht ausgeführt werden können, da sie einen sehr großen Quantencomputer benötigen, um wirklich praktische Kryptographie in der Real World brechen zu können. Diese Quantencomputer gibt es bisher noch nicht, aber Schätzungen zufolge wird es sie in ungefähr 10 Jahren geben. Und deshalb ist es jetzt schon wichtig, sich dagegen zu schützen, da es die sogenannte Store-Now-Decrypt-Later-Attacke gibt. Wie ihr alle wissen, Festplattenspeicher ist verhältnismäßig günstig. Und man kann jetzt schon den ganzen Traffic aufzeichnen und speichern und dann später auswerten. Genau, nach dem Vorteil gibt es dann die Pferdewetten, so wann wir tatsächlich Quantencomputer haben. Die Wetten fangen bei 1000 Euro an. Genau, und ansonsten gibt es vielleicht noch einen Screenshot oder ein Foto aus dem Rosenpass-Entwicklerkeller, wo wir unseren Quantencomputer testen. So. Genau. Wie funktionieren wir genau? Wir sind ein Add-on für WireGuard und bieten dadurch, ich sag mal, eine Art hybride Sicherheit. Diese hybride Sicherheit sorgt dafür, dass unser System erst bricht, wenn sowohl WireGuard als auch Rosenpass zusammengebrochen sind. Das heißt, wenn eins von beiden bricht, ist das noch überhaupt kein Problem oder nicht so ein großes Problem, da eben beide gebrochen werden müssen, um einen ernsthaften Schaden anrichten zu können. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir auf diese Art und Weise bereits überall da nutzbar sind, wo WireGuard bereits läuft. Und WireGuard hat ja eine unfassbar breite ein breites Implementierungsspektrum. Und was ganz cool ist auch noch, dass es läuft, ohne den WireGuard Source Code in irgendeiner Form anpassen zu müssen. Wir nutzen dafür, ich sag mal, ein kleines WireGuard-Feature, nämlich das sogenannte WireGuard PSK. Im Prinzip kann man damit WireGuard mit einem Pre-Shared Key versehen, um sozusagen nochmal eine symmetrische Verschlüsselung dort hinzuzufügen. Und diesen PSK tauschen wir mit Rosenpass auf asymmetrische Weise aus, bloß halt postquantensicher. Allerdings gibt es auch zwei kleine Nachteile, die damit einhergehen. Nämlich einmal läuft mit Rosenpass ein Prozess mehr auf dem System und es findet ein Handshake alle 2 Minuten statt, was halt auch nochmal einen ganz kleinen Overhead im Netzwerktraffic mit sich bringt. Genau, die Postquantenkryptographieverfahren sind auch ein bisschen weniger effizient als die klassischen Verfahren. Das heißt, man verliert da tatsächlich ein bisschen, also es ist ein bisschen mehr, als wenn man klassische Kryptographie nur macht. Es ist aber auf so einem Desktop oder auf so einem Serversystem oder selbst auf einem Handy völlig vernachlässigbar. Aber für Embedded Devices, also ganz kleine Mikrochips, die auf irgendwelchen Waschmaschinen laufen, da müsste man nochmal schauen, was man da für Kryptographie einsetzt. Genau, also auch auf Embedded Systems läuft das inzwischen. Das war vor Jahrzehnten nicht so. Die Mathematik für post-quantum-sichere Kryptographie ist relativ alt. Aber es ist noch nicht so lange her, dass es Hardware gibt, die problemlos alltäglich benutzen kann. Okay, ja. Genau, ich glaube, das ist der Teil, wo ich reinkomme. Ich habe nämlich diese Tabelle erstellt. Genau, ich bin ja quasi die Kryptografin hinter Rosenpass, also ich habe das Protokoll mir angeschaut und auch die kryptografischen Erweiterungen entwickelt. Die Historie sieht wie folgt aus, es gab eben
schon relativ lange WireGuard. WireGuard ist ein ziemlich cooles Protokoll, basiert auf dem sogenannten Noise Protocol Framework. Noise Protocol Framework ist irgendwann in den 2010er Jahren aufgekommen und war eine Studie von den verfügbaren Diffie-Hellman-Schlüsseltauschen. Hat Elliptic Curve Diffie-Hellman benutzt. Das sind jetzt alles lauter böhmische Dörfer, aber das war jedenfalls bis 2010 so der heiße Scheiß. Und dann ist Noise gekommen, hat man gesagt, okay, wie machen wir das jetzt eigentlich in der Praxis? Und wir schauen uns mal an, was eigentlich alles möglich ist mit dieser Technologie Elliptic Curve Diffie-Hellman. Das Ganze ist super effizient. Elliptische Curven-Keys sind ungefähr genauso groß wie eben so ein symmetrischer Schlüssel, 32 Byte. 256 Bit reichen da eigentlich, das heißt super klein alles. Sehr, sehr schnell und WireGuard hat damals schon ziemlich Bleeding-Edge-Sicherheitseigenschaften gehabt. Also das sind die ganzen normalen Sicherheits-Properties, Session-Key-Secrecy, also zum Beispiel, dass der Schlüssel, der erzeugt wird, das ist ja ein Schlüsseltauschverfahren. Da wird ein Schlüssel erzeugt, der dann für weitere symmetrische Kryptographie benutzt werden kann. Und dieser Schlüssel sollte natürlich geheim bleiben. Dann ist da dieser Ellipsispunkt, weil wir wollen jetzt nicht im Detail darauf eingehen, wenn man mal so kryptografische Protokolle baut. Und da gibt es aber ein paar Protokolle. Identity Hiding ist zum Beispiel eins, was dafür sorgt, dass man nicht nach, also dass ein Angreifer von außen nicht nachvollziehen kann anhand der kryptografischen Pakete, wer kommuniziert eigentlich hier genau mit wem. So, was WireGuard damals nicht hatte, und das sind aber quasi auch eine Entdeckung, die wir dann gemacht haben, ist die Non-Interruptibility. Also wenn man auf die richtige Weise Pakete an WireGuard schickt, dann kann man eine DOS-Attacke fahren. WireGuard war schon ziemlich gut, was DOS-Attacken angeht. Also WireGuard hatte zum Beispiel auch eben ein Feature drin, den Cookie-Mechanismus, dass man detektieren konnte, wenn jemand bestimmte Arten von DOS-Attacken, also Amplification-DOS-Attacken benutzt, bei dem eben ein anderer Server benutzt wird. Und WireGuard konnte das detektieren und hat dann ein Paket geschickt, um zu checken, ey, bist du auch wirklich der, von dem du vorgibst zu sein? Also hast du wirklich die IP-Adresse, von der du gerade dein Paket schickst? Da waren ziemlich gute Features drin, aber auf Ebene des kryptografischen Protokolls gibt es trotzdem ein paar tricky Dinge, die man benutzen kann, um eben dafür zu sorgen, dass man einfach so ein WireGuard-Handshake stoppen kann. Details gibt es in dem CVE, den ich dafür mal erstellt habe. Ich glaube, es gibt gerade 3 CVEs auf WireGuard und einen davon habe ich letztes Jahr erstellt. Und das ist eben diese Non-Interruptibility. Da wird der Systemzeit vertraut und naja, Systemzeit kommt halt vom Network-Time-Protokoll. Ist also nicht so vertrauenswürdig, weil Network-Time-Protokoll ist vollständig unverschlüsselt. Was WireGuard dann auch nicht hatte, ist die Post-Quantum-Sicherheit, weil es eben auf klassischer Kryptographie basiert. Und das ist auch völlig okay so, weil die Post-Quantum-Sicherheit war noch gar nicht etabliert, als WireGuard aufkam. Heißt, WireGuard ist alles zusammengenommen ziemlich gutes, ziemlich fortschrittliches Protokoll, auch heute noch. Und quasi die Technologie, die man benutzen möchte, wenn man heutzutage VPNs baut. Jetzt kamen aber die Post-Quanten-kryptografischen Verfahren dazu. So in den letzten Jahren gab es da eben diesen Prozess, auch wirklich die primitiven, also die mathematischen Anteile, auf denen man aufbaut, zu definieren. Das waren dann solche Themen wie Lattices, also gitterbasierte Verfahren anstatt Primzahlen. Kann man sich merken, in den nächsten 20 Jahren, wenn Leute Kryptographie lernen, irgendwann werden sie von Gittern lernen statt von Primzahlen. Und da wurde eben ein Paper geschrieben, nämlich das Post-Quantum WireGuard Paper, was da mal versucht hat, WireGuard auf Post-Quantum-Sicherheit umzustellen. Die haben das auch ziemlich erfolgreich gemacht und die ganzen super wichtigen Sicherheitsproperties von WireGuard auch erreicht. Also da wird die Secrecy erreicht, da wird die Authenticity erreicht. Also man weiß, mit wem man kommuniziert und man weiß auch, dass der Schlüssel, den man da tauscht, dass der geheim bleibt. Das Ganze war allerdings ein Forschungsprojekt, das auch nicht so wirklich für die praktische Anwendung gedacht war. Das hatte so ein paar Probleme, unter anderem ist die Non-Interruptibility schlimmer geworden als bei WireGuard. Das erste Paket ist nicht authentifiziert, deswegen ist es ziemlich trivial, da einfach den Handshake zu stoppen, indem ich einfach so tue, als ob ich der legitime Sender wäre. Und Post-Quantum WireGuard hat keine hybride Sicherheit gehabt. Also Post-Quantum WireGuard hat eben nur die modernen Post-Quantum kryptografischen Verfahren benutzt. Und das ist total toll, aber was, wenn wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren entdecken, dass da doch ein Fehler drin ist? Diese Verfahren wurden ja erst so in den letzten 10 Jahren wirklich analysiert und es kann eben passieren,
dass da doch jemand entdeckt, dass es einen Fehler gibt. Deswegen wollen wir Redundanz in unseren kryptografischen Systemen. Also selbst wenn sich herausstellt, dass die neuen Postquantum-Kryptografie-Verfahren unsicher sind, wollen wir trotzdem, dass unsere Protokolle noch sicher bleiben. Das heißt, diese beiden Themen zu lösen, war die Challenge, als ich angefangen habe, RosenPass zu bauen. Und in RosenPass haben wir das eben erreicht. Also wir haben hybride Sicherheit, dadurch, dass wir eben diesen, wenn ich da nochmal zurückgehe, sieht man es ja ganz schön, wir kombinieren WireGuard mit RosenPass. RosenPass ist dieses Häschen obendrauf. Und durch diese Kombination der beiden Protokolle haben wir eben Postquantum-Sicherheit, weil eben der RosenPass-Schlüssel nicht direkt benutzt wird, sondern als Input-Schlüssel für WireGuard. Und die Non-Interruptibility haben wir zufälligerweise auch erreicht. Dafür haben wir ein Verfahren mit drin, das nennt sich das BISCUIT-Verfahren. Irgendwann werden wir das mal wohl umbenennen, weil es schon zu viele Arten von Cookies in der Kryptographie gibt. Wir haben über Macarons nachgedacht, über Apple Pies. Aber jedenfalls geht es darum, eben Daten vom Server an den Client zu übertragen und dann schickt der Client das wieder zurück. Also ähnlich wie so ein Website-Cookie. Und darüber erreichen wir eine Non-Interruptibility, aber dadurch, dass wir mit WireGuard zusammenarbeiten, noch nicht ganz. Ja, wir empfehlen euch unser schönes White Paper. Ihr sollt jetzt nicht versuchen, das als Werbespot der deutschen Augenoptiker zu sehen oder so. Es folgen jetzt einfach mal so ein paar Übersichtsgrafiken aus dem White Paper. Hier ist eine Anweisung zum Nachbauen. Das ist der nächste wichtige Schritt. Wir sind ein Open-Source-Projekt im eigentlichen Sinne. Wir möchten gerne, dass ihr da draußen euch das anguckt und einfach mal anfangt, Sachen zu bauen. Und wie man anfängt, steht so mit Tabellen und schön illustriert im White Paper. Und Leute haben das schon gemacht. Einer davon war Steffen Vogel, den wir vorher nicht kannten, der sich einfach den ESAC-Vortrag angeguckt hat und gesagt hat, geil, ich habe gerade ein bisschen Zeit. Ich baue mal eine Golang-Implementation von RosenPass. Und dann hat er die committed auf seinem GitHub-Account, wie heißt der? Kuniku mit C. Ihr findet ihn auch über unsere Webseite und so weiter. Also, genau, Kuniku ist auch ein VPN-Management-Protokoll. Genau. Das ist ein bisschen ein anderer Use-Case als NetBird, aber der Plan war eben auch in Kuniku RosenPass dann zu integrieren. Das führt dann zu allerlei Schwierigkeiten. Nicht? Erstmal wird das White Paper ordentlich proofgeredet und siehe da, es gibt da ständige Updates. Nicht? Also neue Leute finden dann auch neue Fehler und schlagen Verbesserungen vor. Das waren so die kleinen Issues, die dann so aufgetreten sind, nachdem ich mir gesagt habe, okay, ich habe eine Go-Implementation gebaut. Nice Sache. Folgende Dinge sind mir dabei aufgefallen am Code. Ja, genau. Das ist der erste Mensch, der es erfolgreich geschafft hat, mir mal wieder Hausaufgaben zu geben. Genau. Und wie ihr seht, der Screenshot ist von gestern. Ich habe sie noch nicht vollständig abgearbeitet. Nein, 17 Tasks sind noch. Genau. Ja, also genau. 17 von 17 Tasks. Ich glaube, es sind noch ein paar weiter unten. Genau. Und dann haben sich auch Leute bei uns gemeldet, die ziemlich geiles VPN machen. Relativ kleine Firma, die heißen NetBird, netbird.io. Und haben gesagt, können wir das irgendwie so anbieten, paketieren, mit unseren Diensten integrieren, damit man halt nicht mehr sich von GitHub Code runterladen muss, kompilieren, machen und tun. Also wie gesagt, FreeBSD gibt es schon, die anderen Pakete dauern noch ein bisschen. Na, wir haben auch Arch Linux und so Sachen und Alpine. Ja, also genau. Ein bisschen ist schon, es wird. Genau, also die guten Distributionen können wir Ubuntu leider noch nicht, denn die Leute fragen dauernd nach Ubuntu und Windows. Ja, nach Windows und nach Macs und anderen Dingen. Darum übrigens Golang, ne? Also damit das auch auf Android und anderen Dingen geht, braucht man halt eine andere Interpretation. Ja, übrigens haben wir eigentlich schon gesagt, dass RosenPass in Rust geschrieben ist. RosenPass ist in Rust geschrieben. Ich habe heute mein Rust-T-Shirt nicht dabei. Ich habe es die ganze Woche getragen. Ja, okay. Keine Details. Gut. Also die NetBird-Leute sind auch welche, die kannten wir vorher nicht. Die sind gekommen und gesagt, okay, lass uns mal zusammen ein bisschen hacken. Und dann haben wir so dreistellig Stunden committed. Und siehe da, demnächst wird also bei diesem VPN-Laden aus Berlin, der von sehr nicen Leuten irgendwie administriert und entwickelt wird, die Option aufscheinen, sich einfach mal VPN mit RosenPass schön auf einer GUI so klickibundi zu klicken und zu benutzen. Und dann wollen wir mal sehen, was diese Menge an Use Cases dann so an Erfahrungen und Problemen aufscheinen wird. Genau, wir haben hier leider jetzt ein bisschen einen traurigen Screenshot, weil wir sind da gerade dabei, einen Prototyp zu bauen. Das heißt, gerade gibt es nur diesen Nachweis, dass wir das tun wollen. Aber in den nächsten Wochen kommt doch wohl was, hoffentlich was Substanzielles. Wir haben auch ein bisschen festgestellt, die Kultur zwischen KryptografInnen und zwischen so einem Startup ist so ein bisschen anders. Die so, ja, wir wollen nächste Woche den Prototyp raushauen. Wir so, ja, wir wollen erst nochmal einen vollständigen Security-Review von dem gesamten Codebase durchführen.
und haben mir 3 Jahre Zeit, um darüber mal ein Paper zu schreiben. Also Status-Probleme gibt's noch, aber früher oder später, ihr könnt euch das ja mal bookmarken, netbird.io neben rosenpass.eu und dann passiert irgendwas. Genau. Der Plan ist auch, also die sind auch tatsächlich ein vollständiges Open-Source-Projekt, das ist uns bei der Zusammenarbeit mit so Firmen sehr, sehr wichtig. Wir wollen eben nicht, dass wir am Schluss dann irgendwelchen Produkten helfen, die dann am Schluss in irgendeinem ranzigen C-Code-Base versinken und dann Closed Source in irgendwelchen Raketen eingebaut werden. Nein, alles, woran wir arbeiten und wo wir mitarbeiten, ist quasi vollständig Open Source. NetBird ist so ein Service, aber die kann man eben auch auf dem eigenen Server installieren und das vollständig selber betreiben. Deswegen haben wir gesagt, ja, ist doch cool, kann man mit zusammenarbeiten. Genau, die Arbeitsteilung zwischen denen, wenn ich da nochmal zurückgehen darf, zwischen NetBird, RosenPass und Go RosenPass wird eben sein, NetBird hat ein relativ gutes User-Interface, die machen die ganze Arbeit, es einfach zu benutzbar machen, zu paketieren. Und dann gibt es Go RosenPass. Und Go RosenPass ist eben die portable Version von unserer Kryptographie. So, die soll eben auch auf Android, iOS, Windows und so weiter laufen. Go ist nicht ganz so gut geeignet wie Rust, um sichere Krypto zu bauen, aber schon gut genug. Und dann ist eben der Plan, auch eben RosenPass selbst einzubinden für die Plattform, wo es wirklich, wirklich, wirklich hohe Sicherheit geben kann. Also dann auf den Serversystemen und zum Beispiel auf so einem Linux-Computer, irgendwann auch auf einem Mac-Computer, sondern einfach das RosenPass mit vielen Isolationsfeatures und einer Broker-Architektur und diesem ganzen High-Security-Scheiß laufen. Aber den Rest wollen wir eben auch supporten. So, nebenbei gibt es noch so ein paar andere Baustellen. Also ich habe eben schon den Prototype Fund erwähnt. Vielen Dank dafür. Wir brauchen halt solche Förderungen. Wir meinen das mit Open Source ernst und sind daher auch auf Forschungsgelder und Ähnliches angewiesen. Der Prototype Fund finanziert uns, dass wir dafür sorgen, RosenPass mit minimalen Privilegien ausführbar zu machen. Das ist einfach ein Sicherheitsrisiko. Ne? Bisher musst du halt root sein, hast einen Prozess mehr, einen Root-Prozess mehr. Das muss ja nicht unbedingt sein. Genau, und wir wollen eben auch dafür sorgen, dass RosenPass einfach als Bibliothek einbindbar ist, dass Leute einfach darauf zugreifen können. Und wir wollen eben nicht sagen, ja, wir bauen da jetzt mal so eine Shared Library und dann wird das in den Prozess eingebunden, sondern da sollen jetzt eben Isolationsfeatures her. Das heißt, am Schluss wird man dann RosenPass benutzen, einfach die Rust-Binary starten und dann ein Unix-Socket, also so quasi eine Netzwerkverbindung auf dem lokalen Rechner aufmachen. Und dann kann man da Pakete hinschicken und dann kommen zurück eben die kryptografischen Daten. Das ist eine sogenannte Broker-Architektur. RosenPass selber kann dann auf irgendwie einer Micro-VM oder auf einem externen Device oder auf einem Raspberry Pi, der neben dem Server liegt, laufen. Und der andere Rest kann dann auf einem anderen Server laufen. Es läuft dann eben über diese Schnittstellen. Also das sorgt eben auch dafür, dass es diese Isolation gibt. Das kennt man ja zum Beispiel auch von Chrome oder von anderen Browsern, dass die eben Sandboxing betreiben. Und damit, da wollen wir auch hin, weil am Schluss wollen wir sagen, so Leute, packt das bitte auf eure Rechenzentren. Und wenn wir dann sagen können, nee, ihr müsst es jetzt nicht direkt an die hochsicheren Daten rangeben, sondern ihr könnt das einfach integrieren und auf einer separaten VM laufen lassen, ist da die Hürde geringer. Und das ist quasi jetzt das Projekt, den technischen Unterbau dafür zu schaffen, dass das funktionieren kann. Genau, also RosenPass ist, wie gesagt, mehr als ein Softwareprojekt, aber auch als Softwareprojekt auf die Dauer natürlich mehr als postquantum sichere VPNs. Das war halt der erste sinnvolle Use Case. Weitere sind in Arbeit und hängen auch davon ab, was die Community uns an Bällen zuwirft. Ja, also wir überlegen uns, Kubernetes-Cluster mit RosenPass zu machen, ist ein anderes Thema, kommt später. Und je nachdem, was die Community hier braucht, wird halt weiterentwickelt und je nachdem auch, wie wir Arbeitszeit und Fördermittel rankriegen dafür. Also wir meinen das ernst und das Projekt wird eine Weile dauern. Wir sind seit 2020 am Arbeiten und so bis 2025 gehen wir davon aus, werden da noch wesentliche Entwicklungsschritte laufen. Genau, was kommt als nächstes? So, Sicherheitsbeweis. Sicherheitsbeweis ist gar nicht so einfach. Wer da genauere Details haben möchte, kann später nochmal in der Q&A fragen. Aber Sicherheitsbeweis heißt eben, dass man entweder tatsächlich Mathematik auf ein Papier schreibt oder dass man eins dieser modernen Tools benutzt, mit dem man das am Computer machen kann. Da gibt es im Prinzip CryptoVerif und EasyCrypt. Und für größere Protokolle ist tatsächlich nur CryptoVerif gängig. Genau, also CryptoVerif.fr kommt aus Frankreich, könnt ihr mal gucken. Genau. Damit wurde auch unter anderem WireGuard bewiesen, dass es sicher ist.
Genau, und da ist jetzt eben die Challenge, das mal zu bauen, und das ist aber ganz schön Arbeit. Also ich habe schon die Sicherheitsanalyse mit ProVerif gebaut, das ist aber ein einfacheres Modell. Da geht man davon aus, dass zum Beispiel so eine symmetrische Chiffre keine Brute Force-Attacken hat. Das macht einige Sachen einfacher, aber dann eben sowas mit den ordentlichen Tools zu bauen, ist ordentlich Arbeit. Und ein Thema, das wir auch angehen wollen, ist eben die Verifikation der Implementierung selbst. Also dann tatsächlich beweisen zu können, dass zum Beispiel RosenPass die Kernimplementierung nicht abstürzt. Solche Themen. Genau. Wie gesagt, Themen werden uns zugeworfen. Wir versuchen es jetzt erstmal einfach benutzbarer zu machen, mehr Use Cases zu sehen, Feedback zu sammeln. Und Anwendungsfälle werden uns zugeworfen. Zum Beispiel einer von unseren Entwicklern, unser Oberingenieur Vanja, ist beim DLR. Und deswegen machen wir jetzt mal ein bisschen Kryptographie in der Avionik. Das ist so die Technik vom Fliegen. Genau, da gibt es auch verschiedene Themen. Das liegt eben daran, dass wir mit Menschen aus dem DLR zusammenarbeiten. Wir sind gerade am Schauen, was man da machen könnte. Das ist ja ehrlich gesagt ein ziemlich wenig beachtetes Gebiet, eben zu schauen, wie kann man wirklich in der Flugabsicherung Kryptographie einbauen. Die setzen alle auf Protokolle, die 30, 40 Jahre alt sind und einfach nicht sicher sind. Also sie tun das aus Gründen, ne? Also Luft- und Raumfahrt ist halt diesbezüglich aus guten Gründen konservativ, ist halt ein bisschen schlecht, wenn du so den Reboot beim Landeanflug hast oder sowas. Aber Kryptographie in der Avionik heißt halt auch Ausfall- und Fehlersicherheit. Also so eine drahtlose Verbindung aus der Luft, da gehen halt schon mal ein paar Pakete verloren. Das heißt, man muss also auch seine Kryptographie sozusagen dagegen härten. Decryption despite error, ne, ist hier das Stichwort. Da gibt es also auch wirklich grundlegend methodische Weiterentwicklung. Und das ist halt nicht damit getan, dass man sozusagen nur die Mathematik löst. Kryptographie ist 50% Mathe und 50% Vertrauen. Das heißt, möglichst viele Leute müssen auch sehen, dass das wahrscheinlich cool ist und in der Praxis funktioniert. Genau, und Decryption despite errors ist mein persönliches Steckenpferd. Deswegen steht es da. Das ist die Entwicklung von kryptografischen Verfahren, die fehlertolerant sind. Also wenn dann Bitflip reinkommt, wird das Paket nicht verworfen, sondern dann befindet sich eben auch Rauschen in den Daten selber. Und das ist zum Beispiel wichtig für so Anwendungsfälle wie Disaster Radio, indem man eben dafür sorgen möchte, dass auch wirklich die Kommunikation immer aufrechterhalten wird. Und es gibt eine ganze Menge solche Themen, wo man mal so die Safety-Problematiken und die Sicherheitsproblematiken zusammen betrachten muss. Ihr kennt vielleicht aktuell das Tetra-Bündelfunk-Kryptographie-Desaster. Das könnte man damit mal angehen. Dankeschön. Genau, längerfristig sind unsere Pläne eben mal zu schauen, ob wir nicht Translationsforschung als Methode in der Kryptographie etablieren können. Dafür die Strukturen schaffen und auch die Praxis schaffen, die Methodenkompetenz erwerben. Translationsforschung ist ein Konzept aus der Medizintechnik, aus der Medizin, auch der medizinischen Forschung. Und dabei werden eben Grundlagenforschungserkenntnisse in der Entwicklung von Medikamenten oder ähnlichen Dingen in die Praxis gebracht. Und zwar über die Zusammenarbeit auch mit der Industrie. Jetzt kann man sagen, ja gut, Industrie, wozu brauchen wir das eigentlich? Ist doch alles offene Forschung und Open Source. Aber die Industrie ist halt ehrlich gesagt doch ziemlich gut darin, dafür zu sorgen, dass größere Produktionsprozesse, kontinuierliche Entwicklungen zum Beispiel von Benutzbarkeit, Interaktion mit den KundInnen, die es tatsächlich brauchen, passiert. Das heißt, da ist es schon ein wichtiger Punkt, auch zu schauen, wie kann man das schaffen und eben die Brücke zu schlagen mit der Open Source, mit dem Open Source Ansatz, zu sagen, ja, wir wollen aber trotzdem, dass unsere ganzen Erkenntnisse offen sind und nicht daraus irgendjemand ein Patent macht, damit es niemand anders benutzen darf. Genau, also nochmal, wir meinen das tatsächlich ernst. Haben wir noch ein bisschen Zeit oder wollen wir weiter blättern? Okay. Ich glaube, wir sind durch. Das sind unsere Zusatzfolien, wenn wir jetzt noch ganz viel Zeit gehabt hätten. Das wäre Nächster Vortrag oder so. Okay, dann machen wir erstmal einen Punkt nach der vorgegebenen Zeit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir würden uns natürlich über Fragen, Themen, Wünsche und so weiter jetzt sehr freuen. Da geht's los. Okay. Gibt's Fragen? Jawohl. Hier geht es ja um funktioniert das? Ich höre mich nicht. Okay, hier geht es ja um Quantenkryptographie. Wie zertifiziert man das in der Luftfahrt? Die sind da ja sehr konservativ. Also es geht nicht um Quantenkryptographie, sondern es geht um Postquantenkryptographie. Das ist
Ja, ihr habt gut lachen, aber das ist ein großer Unterschied. Quantenkryptographie sind eben die Verfahren, die die Quanteneffekte ausnutzen, um neue Kryptographie zu bauen. Ein Thema ist da zum Beispiel die Quantum Key Distribution. Das ist das einzige Thema, was da wirklich praktisch möglicherweise irgendwann mal benutzbar ist. Wie viel das wirklich bringt, das wird noch debattiert, da gibt es viel Forschung dazu und so. Und da werden eben spezielle Geräte gebaut, die tatsächlich Photonen, die bestimmte Quanteneigenschaften aufweisen, übertragen werden. Postquantenkryptographie ist die klassische. Also ist... Ich beantworte deine Frage schon, du darfst schon. Nein, ich meinte tatsächlich Postquantum-Kryptographie. Ja, aber wir haben ja ein Publikum, dem man das... Es gibt ja kein... vom NIST oder wem auch immer so beschlossenen Algorithmus. Ne? Den gibt es ja seit dieses Jahr. Also es gibt seit diesem Jahr gibt es da tatsächlich Kyber und da Lithium und dann glaube ich noch drei Signaturverfahren, eine CHEM, eine Key Encapsulation Methode. Wer wissen möchte, was eine CHEM ist, der E-Stack-Vortrag erklärt das, darauf sind wir heute nicht eingegangen. Und da hat jetzt eben schon die NIST gesagt, ja, das sind die Verfahren, die wir gerne hätten. Das BSI hat eben auch inzwischen schon zwei Standards veröffentlicht, was für Postquantenkryptographie man einsetzen sollte. Und das sind eben Classic Mercalli's und Frodo. Das heißt, da gibt es schon zwei Standards, die man benutzen kann, eben auch in den verschiedenen legislativen Umfeldern unterschiedliche Algorithmen. Und wir setzen tatsächlich auch auf Classic Mercalli's und auf Kyber, um den amerikanischen Standard zu unterstützen und den deutschen. Das heißt, da haben wir absichtlich diese hybride Sicherheit eingebaut, bis diese Standards wirklich spruchreif sind, sodass die finalen Fassungen von den Texten und so rauskommen. Das wird noch eine Zeit lang brauchen und die Algorithmen werden auch noch ein bisschen weiterentwickelt, getuned auf den spezifischen Anwendungsfall. Das heißt, da gibt es dann auch neuere Versionen und das ist tatsächlich bei uns ein Problem, die neueren Versionen zu supporten. Aber wir benutzen tatsächlich die Algorithmen, die in den Standards erwünscht sind. Ihr hattet am Anfang erwähnt, dass man auch die Keylängen der symmetrischen Algorithmen erhöhen muss. Macht ihr das im WireGuard und warum muss der Schlüssel alle 2 Minuten ausgetauscht werden? Okay, 2 Punkte. Erstens, die Schlüssellängen im WireGuard, die sind 256 Bits, die symmetrischen Schlüssellängen. Da wird ein Verfahren namens ChaCha20 Poly1305 benutzt. Und bei dem Verfahren geht man davon aus, dass es eh schon ausreichend postquantum sicher war. Man ging davon aus. Wir benutzen zuvörderst das Mercalli-Kryptosystem, das ist Mathematik aus den 1970ern. Konnte halt früher nichts werden, weil da waren halt bei asymmetrischer Verschlüsselung die Pubkeys irgendwie 2 Megabyte groß. Das war mal ein Problem in Netzwerken. So, gebrochen ist die bisher nicht und wahrscheinlich ist sie auch bei PQS sicher. Wir wissen es jedenfalls nicht besser. Genau, also in WireGuard die symmetrische Komponente ist okay, die asymmetrische, die ist das Problem. Und das ist immer dieser Split. Und wer heute schon 256-Bit-Keys verwendet, ist da eigentlich gut dabei. Details werden debattiert, wie viele Bit das jetzt genau sein müssen und wie man das genau modelliert, ist komplex. Es gibt ja noch keine Quantencomputer, aber die Technologie steht. Und alle 2 Minuten neuer Austausch basiert, um eine Eigenschaft namens Forward Secrecy zu erreichen. Das ist ein sehr fortgeschrittene kryptografische Eigenschaft, eine Sicherheitseigenschaft, die eben sagt, okay, nehmen wir mal an, dass ein Angreifer in Minute 20 auf dem System eindringt und die Schlüssel ausliest. Der kommt auf den symmetrischen Schlüssel, aber nicht an den asymmetrischen Schlüssel ran. So, der liest den symmetrischen Schlüssel aus, kann 2 Minuten Daten übertragen, aber wenn er dann 2 Minuten später nicht mehr drankommt, dann ist die Verbindung schon wieder sicher. Das ist quasi die Idee dahinter. Wie weit das praktische Angriffe modelliert, darüber kann man sich quasi, also das muss man dann on detail analysieren. Aber das ist quasi tatsächlich vor dem Hintergrund von eben diesen sehr, sehr sicheren Eigenschaften. Habt ihr mal geguckt, ob der netzwerkprotokollarische Teil, den ihr aufbaut, also die Nachrichten, die ihr zwischen den beiden Teilnehmern der Kommunikation austauscht, ob der entsprechend abgeleitet ist, also nicht kryptografisch, sondern eher gegen Buffoverfluss, Underfluss, wie es Tamarind oder ähnliches tut. Kannst du das nochmal wiederholen? Vielleicht hältst du dir das Mikrofon näher an deine Maske dann. Habt ihr mal geprüft, ob den Netzwerkteil, den ihr on top baut, ob der entsprechend gesichert ist, also mit Tools wie Tamarind oder ähnlichem, dass da keine Buffer, Underfluss, Overflows mehr drin sein können?
Genau, ja, also Sprachen helfen, aber sind halt nicht das Allheilmittel. Genau, also ich glaube, Tamarin ist ja ein Tool ähnlich zu Proberef, das Protokolle im symbolischen Modell analysiert. Das symbolische Modell ist eben das Modell, in dem man davon ausgeht, dass die Kryptographie keine Brute-Force-Attacken hat. Im numerischen Modell benutzt man dann Komplexitätstheorie und sagt, ja, es gibt kryptografische Attacken und kommt dann mit so einer, okay, wenn du zufällig einen Schlüssel reizt, wie wahrscheinlich ist es, dass du den richtigen hast? Und dann hat man da so eine Wahrscheinlichkeit, eine Advantage nennt man das in der Kryptographie, die Advantage of the Adversary. So, wir haben Proberef benutzt, um tatsächlich auch zu analysieren, ob unser Protokoll sicher ist. Weder Proberef noch Kryptoberef wären geeignet, um Buffer Overflows zu detektieren. Die arbeiten quasi auf Ebene von den kryptografischen Protokollen. Aber Proberef haben wir benutzt, müsste man jetzt analysieren, ob das wirklich gleich gut ist. Gegen Buffer Overflows schützen wir uns, indem wir eben Rust benutzen. Also Rust hat da schon ganz gute Garantien. Allerdings benutzen wir intern Lipsodium und haben auch ein paar Unsafe-Blöcke, sogenannte. Das heißt, da sind schon noch Orte, wo Buffer-Overflows passieren könnten. Allerdings, ich würde sagen, dass die Attack-Surface bei uns relativ gering ist, dadurch, dass wir eben Lipsodium als besonders sichere C-Bibliothek, die viele Jahre lang analysiert wurde, benutzen und dann für den Rest möglichst viel Rust. Wenn man dann noch sicherer sein möchte, dann kann man auch in die zukünftigen Versionen von unserem Kram schauen. Wir arbeiten da daran. Ich glaube, die wichtigste Maßnahme wäre, von der C-basierten Kryptographie wegzukommen, tatsächlich dafür zu sorgen, dass alles in Rust ist, und zwar ohne Unsafe-Blöcke. Das ist ein aktuelles Forschungsthema, wie man das an kryptografischen Verfahren tatsächlich machen kann. Und eben der Sandboxing-Aspekt. Also zu sagen, wir laufen in einem eigenen Prozess, der sehr gut gesandboxed ist, weil selbst in dem Fall, dass da ein Buffer-Overflow wäre, kann der Angreifer nicht viel machen, wenn er gerade auf einer Micro-VM oder auf einer separaten Hardware läuft. Ihr habt erwähnt, dass Rosenpass momentan noch sehr viele Privilegien braucht. Warum ist das so oder warum ist es schwierig, die eben nicht mehr zu brauchen? Pure Faulheit. Okay. Also, kurze Antwort ist tatsächlich das, wir haben noch nicht dran gearbeitet, daran arbeiten wir jetzt. Wenn du die aktuelle Version von Rosenpass in einem hochsicheren Umfeld einsetzen wollen würdest, wo du zum Beispiel Rosenpass auf einem separaten Computer laufen lassen möchtest, geht das. Da gibt es den Modus, in dem Rosenpass eben nicht direkt mit WireGuard kommuniziert, sondern die Schlüssel direkt auf der Command-Line einfach ausgibt und dann kannst du dir dein eigenes Shell-Skript schreiben, um die in WireGuard reinzubekommen. Aber es ist eben tatsächlich diese Fähigkeit, die Keys an WireGuard zu schicken, die gerade dafür sorgt, dass wir Root-Privilegien brauchen. Du hast gerade erwähnt, dass ihr Lipsodium benutzt. Gibt es auch Primitive von den Postquanten, Primitiven, die ihr selber implementiert habt, oder wird eigentlich die eigentliche Kryptographie komplett durch Lipsodium gemacht? Also ich würde sagen, wir machen auch eigentliche Kryptographie. Ich glaube, so ein Kryptoprotokoll ist auch eigentliche Kryptographie. Allerdings, die Lipsodium implementiert die klassische Kryptographie und die symmetrische Kryptographie. Für die asymmetrische Post-Quantum-Kryptographie benutzen wir eine Library namens LibOQS, Lib Open Quantum Safe. Das ist quasi der Standard, der da benutzt wird. Daran zu arbeiten, eigene Kryptoprimitiven zu implementieren, machen wir momentan nicht. Wir haben Partner, Unternehmen, mit denen wir daran arbeiten wollen, insbesondere eben auch in dem Projekt, den Code formell zu verifizieren. Das ist eben das Ziel, auch tatsächlich formell verifizierte Implementierungen von Classic McAleese und anderen Chiffren zu haben. Ist momentan nicht drin und dann sind wir auch auf der Suche nach Rust-basierter Krypto und Go-basierter Krypto, um dann eben nicht mehr diese C-Libraries einbinden zu müssen. Das ist aber gar nicht so leicht. Das heißt, Sodium für klassische und symmetrische Krypto, LibOQS gerade für Postquanten-Krypto und das ist auch so eine C-Library. Weitere Fragen? Wir sind noch gut in der Zeit, also nur zu. Jawohl. Genau, ihr habt ja diesen Biscuit definiert für euer Protokoll, um eben diese State Disruption Attacks zu verhindern. Allerdings bräuchtet ihr da irgendwie eine Mitwirkung auch von dem WireGuard-Projekt selbst, wenn ich das richtig aus dem White Paper rausgelesen habe. Gibt es da einen Fahrplan, dass das hoffentlich gelöst wird oder ist das so? Ich wüsste jetzt nicht, warum wir für die Biscuits tatsächlich
Ich glaube, was du meinst, ist, dass WireGuard selbst auch sicher gegen State Disruption sein müsste. Genau, also das hattet ihr in dem White Paper geschrieben, dass jetzt eure Erweiterung dagegen sicher wäre, aber das Problem ja eigentlich auf der WireGuard-Seite selbst liegen würde, dass man da Anpassungen bräuchte. Ich glaube, das WireGuard-Projekt selber ist relativ unzugänglich für solche Anfragen. Ich habe da versucht, mal ein Gespräch anzufangen, aber ich glaube, die Meinung beim WireGuard-Protokoll ist, dass diese Lücke quasi nicht ausreichend wichtig ist, um deswegen jetzt ein Update einzuspielen. Also WireGuard sagt ja nie, wir nehmen jetzt für immer das gleiche Protokoll. Das stimmt nicht ganz. In WireGuard gibt es 3 unbenutzte Bytes, in denen immer Nullen stehen, und ich wette, die wurden eingeführt, um eben auch nochmal so einen Version-Tag einbauen zu können, sollte es wirklich dazu kommen. Das heißt, im Prinzip hätte WireGuard einen Mechanismus für sowas, aber das würde eben bedeuten, echt viele Devices auf dieser Welt zu migrieren, wäre ein totaler Hassle. Das heißt, ich denke, wenn es das wirklich geben sollte, wäre der Pfad eher Rosenpass selber hybridsicher zu machen. Das kann man, da kann man eben so aus den existierenden Diffie-Hellman-Verfahren Camps bauen. Das hat das HPKE. Der HPKE-Standard hat das gemacht, der Hybrid Public Key-Standard. Und dann kann man jetzt 2 Cams zusammennehmen und daraus eine hybride Cam bauen. Also diese klassische Cam aus dem HPKE-Standard und eben direkt Kyber oder McAleese miteinander verbindet. Und dann hätte man in Rosenpass selber Post-Quantum-Sicherheit. Und dann müsste man aber eben auch den ganzen Transport neu implementieren. Das hieße dann zum Beispiel zu sagen, ja, der Kernel kann jetzt irgendwie direkt AES-Streams verschlüsseln und macht das irgendwie ähnlich in dem WireGuard-Modul. Das heißt, das praktisch umzusetzen ist echt schwer. Wenn wir das jetzt einfach mal machen wollen würden, würde es eben auf so eine klassische VPN-Konstruktion mit so einem Tun-Tab-Kernel-Device rauslaufen. Also, dass wir im Userland das VPN implementieren und dann im Kernel, also dem eigentlichen Betriebssystem, da ist so eine Barriere, und dann müssten quasi die Netzwerkpakete gehen dann erstmal aus dem Userland, also aus einem anderen Prozess an den Kernel, und das dauert ein bisschen Zeit. Dann gehen sie nochmal zurück an unser Protokoll, eben über dieses Tab-Device, und dann gehen sie nochmal zurück in den Kernel. Das heißt, es sind 3 von diesen Kernel-Userland-Betriebssystem-Software-Transitionen drin, statt eine. Und da würden wir dann eben Performance verlieren. Nicht so viel wie zum Beispiel OpenVPN. OpenVPN hat da noch anderen Overhead, aber es wäre auch nicht so schnell. Mit anderen Worten, es hängt immer, also Rosenpass, wir haben jetzt mit WireGuard und so weiter angefangen, es hängt immer davon ab, was sozusagen das betreffende Produkt an Integration macht. Also das können wir natürlich ohne weiteres nicht leisten, und es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie WireGuard irgendwie vorwerfen würden, sie würden ja nicht genügend Responses sein. Es gibt gute Gründe dafür, vielleicht zu warten, bis man ohnehin mal ein Major Update machen muss. Viele Devices auf dieser Welt werden es uns danken. Genau, die Architekturen dafür sind noch schwierig, und ich glaube, wir sind die Leute, die tendenziell die Kryptographie bauen und den Schlüsseltausch und den Transport, also dann tatsächlich die Daten hin und her zu schieben, das müsste eine separate Komponente sein, und wir machen eben den Schlüsseltausch. Aber der Schlüsseltausch könnte ohne weiteres in sowas benutzt werden. Zeit für 1-2 Fragen hätten wir noch. Gerne auch Themen, die ihr schon auf der Easter Hack behandelt habt oder sonst was, die jetzt nicht ad hoc, ne? Nur zu. Auch grundsätzlich, also es gibt, ich sehe jetzt das auch so, ne? Es gibt keine dummen Fragen, ne? Also traut euch ruhig, auch so. Grundsatzdiskussionen, Grundsatzfragen. Also wenn ihr nicht noch was zu sagen hättet, dann hätte ich hier noch eine Idee. Das war diese Bonusfolie, die wir hier hatten, mit dem weißen Hasen. Wir haben ja so ein bisschen das Problem, und das ist tatsächlich jetzt eine Idee, und ich wäre ganz interessiert, da euer Feedback zu hören. Die Idee wäre, das Problem ist ja, dass Kryptographie sehr selten verstanden wird. Man redet mit Leuten und dann redet man eben über so Fachbegriffe und Leute denken, was zum Teufel ist das eigentlich? Politik macht die ganze Zeit komische Vorschläge, teilweise auch einfach, weil sie nicht verstehen, dass man tatsächlich Kryptographie benutzen könnte, um Verwaltungsprozesse und solche Dinge abzusichern. Strafverfolgung ist ja gerade so das Riesenthema, wo seit Jahren Datentrüger erzeugt werden sollen. Und Kryptographie wird oft eben als dieses Thema Verschlüsselung genommen. Und es gibt da ja eine ganze Menge anderer, sehr fortgeschrittener Verfahren, die man benutzen könnte, um viel, viel mehr moderne Kryptographie zu machen.
da gibt es die Multiparty Computation, wo man mit mehreren Partnern zum Beispiel Berechnungen durchführen kann. Niemand kommt an den Input der Berechnung, niemand kann die Berechnung manipulieren, aber quasi die richtigen Leute bekommen den Output und man ist sicher, dass der richtige Algorithmus angewandt wurde, solche Dinge. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie man das erklären kann, dass das geht, weil das wäre total schwer. Und mein Gedanke, und vielleicht habt ihr dazu Feedback, war zu sagen, ja, Kryptographie ist wie ein Notar. Zu einem Notar geht man hin, man sagt, hinterlege Geld, hier mach mal diesen Vertrag für uns. Und wenn der Notar schlechte Arbeit macht, dann wird er hoch bestraft. Deswegen geht man davon aus, dass einem Notar schon vertrauenswürdig ist. Das Rechtssystem sagt, der Notar muss vertrauenswürdig sein. Der ist ein unabhängiger, unparteiischer Mittler zwischen zwei Parteien, zum Beispiel bei einem Hauskauf. Und jetzt könnte man sagen, ja, okay, wir sagen, Kryptographie ist der Notar, der nicht auf dem Rechtssystem, sondern auf Mathematik basiert. Also anstatt zu dem Notar hinzugehen und zu sagen, ja, ich hätte jetzt gerne mal, dass du diesen Brief an eine andere Person trägst und stell wirklich sicher, dass er da ankommt, mach das ordentlich und es kann nicht von der Polizei abgefangen werden, macht man den Prozess über Mathematik. Anstatt zu sagen, ja, hier Notar, setz dich mal hin, mach mal die Berechnung, die ich hier möchte, dass du durchführst und zeig die Inputs niemandem, setzen wir dafür Kryptographie ein. Kryptographie als Notar, der auf Mathematik basiert, anstatt auf dem Rechtssystem. Vielleicht hilft diese Metapher weiter, vielleicht hilft sie nicht weiter. In Axioms we trust. Genau. Wenn ihr dazu Ideen habt, ich wäre sehr interessiert, Input zu hören. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen herzlichen Dank und noch einmal einen ganz, ganz großen Applaus für Cora, Ayuvo und Emil. Bitte.